Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Kolosseum. Ich starte jetzt gleich mal hier. Weil ich letztes Mal noch geheilt habe. Also zuerst mache ich mal kurz leiser. Okay. Das ist wieder zu leise. Okay, gegen die habe ich letztes Mal verloren, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht rausschneide, aber ich glaube nicht. Mach mal so. Das habe ich letzten paar ziemlichen Müll erzählt. Und damit meine ich, dass das System bei Pokémon Let's Go, und zwar, dass man nicht kämpfen kann, was falsch ist, weil sich das nur auf das Fangsystem bezieht. Das wollte ich auf jeden Fall noch gesagt haben. Auch wenn ich es wahrscheinlich sowieso als Anmerkung hinschreibe, aber ich würde es auf jeden Fall trotzdem noch gesagt haben. Weil es deswegen dann auch nicht so schlecht ist, wie ich anfangs angenommen habe. Vollkommen logisch natürlich. Okay, diesmal war die ziemlich easy. Ich tausche mal lieber. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, warum ich diesen Weg letztes Mal nicht gegangen bin. Weil sie ja eigentlich. Weil die ja eigentlich direkt am Anfang stand, aber ich irgendwie nicht dort lang gegangen bin. Okay, das war genau falsch. Hier geht's lang. Kämpfst du noch? Ja, genau. Nehme ich das mal vor. Geht's hier lang? Hier geht's natürlich runter. Hey, den habe ich doch letztes Mal schon besiegt. Oder? Ich dachte schon. Also entweder die kämpfen immer, wenn man hier reingeht. Oder ich bin maximal geistig verwirrt. Ich habe gerade falsch angegriffen, habe ich gemerkt. Also mit Psybeam. Ich hätte ja auf Pandia gehen sollen. Psybeam ist aber echt stark. No. Cavania. Cavana. Sehr interessanter Name. Surfer zieht trotzdem die Hälfte ab. Das ist. Ja, ich hätte vielleicht mal nachdenken sollen. Wenn ich ihn wirklich besiegt hätte, hätte ich ja das Item mitgenommen, oder? Geh mal weg, bitte. Oder ich war hier und bin wieder gegangen, das kann sein. Komm ich raus? Nee. Hier war früher mal ein Fahrstuhl anscheinend. Hallo? Danke. Ich glaube, ich habe wirklich gegen den gekämpft, deswegen schneide ich jetzt alle Kämpfer aus. Also gegen die Leute, gegen die ich schon gekämpft habe. Gegen den habe ich, glaube ich, auch gekämpft.
Achso, das war ich wahrscheinlich. Lol. Jetzt muss ich wahrscheinlich gegen denen, die das kämpfen. Nehme ich mal Entei vor. Na, und dann los. Was, Nick? Es ist lange her. Ja, ja. Bluno, genau. Wer ist Bluno? Ach, das ist anscheinend Bluno. Naja, er hat so komisch gefragt. Bist du hierher gekommen, um Bluno zu sehen? Ziemlich dumme Frage. Das Vieh ist nur Level 30. Okay, es gibt zu diese Kampfmusik, ist auch cool. So. Ich nehme mal zuerst einen anderen Pokémon raus, dann kümmern wir mich dann um. Warum ist das so stark? Ich glaube, das hat eine gute spezielle Verteidigung. Oh, ist verbrannt, cool. Okay, das sollte ich jetzt mit einem Psybeam rausnehmen. Okay, das reicht nicht. Also ein Flammenwurf ist jetzt nicht sehr effektiv. Kammerhaupt. Jetzt habe ich natürlich Angst. Ich denke, ich werfe jetzt einfach mal den Ball. Warte. Machst du über so rum? Jetzt werfe ich endlich mal einen Timer-Ball. Auf das natürlich. So, hoffentlich. Wird das was? Komm schon. 1, 2, 3. Easy. Ich wusste das anfangs auch nicht, dass je nachdem für welchen Ausgang man sich entscheidet, man ein anderes, ich sag mal, Starter-Pokémon bekommt. Auch wenn die Starter-Pokémon ist mir bewusst. Auch wenn die Starter-Pokémon Psyana und Nachtara sind, genau. Ich kämpfe jetzt noch gegen den. Ich weiß jetzt nicht, ob ich gegen den schon gekämpft habe. Okay, werde ich jetzt gleich sehen. Nee, ich glaube nicht. Werde ich das noch schnell machen? Stopp. So, das würde locker reichen. Einmal fürs Velo. Fürs Velo, keine Ahnung. Und einmal für Delivered. Was ein lustiger Name ist übrigens. Ist auch lustig, dass solche Wortspiele trotz der Übersetzung möglich sind. Müsste passen. Schade, dass manche Pokémon so schwach sind, obwohl sie irgendwie auch cool sind. Wie zum Beispiel mehr oder weniger cool, aber man kann es halt schlecht verwenden.
Vielleicht gibt es auch wieder eine irgendeine seltsame Competitive-Strategie, aber. So sehr kenne ich mich dann doch nicht aus. Wie weit kann ich denn auf einmal hier vorlaufen? Das muss ich schon mal testen. Okay, ich habe eine E-Mail bekommen. Hä, falsch, da wollte ich nicht hin. Ich wollte hier hin. Ich gehe zuerst noch heilen. Das geht ganz schnell. Schneide das bitte raus. So, das ging sehr schnell. Ja, im Team habe ich nichts verändert. Ich habe nur geheilt. Also das Interessante, und zwar die E-Mail. Ja. Was soll ich jetzt machen? Keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Aber ich würde mir mal die Fenak-Arena angucken. Hänge ich jetzt noch hinten ran, einfach. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal in einem Part probiert hatte, aber ich habe auf jeden Fall vergessen, was man hier machen muss. Okay, hier war schon jeder, bin ich mir sicher. Okay. Das für Leute sind. Wieder auch die sehr schöne Wassertextur. Was machst du hier? Ja. Kämpft der Typ? Er sucht sein Pokémon. Okay, war anscheinend noch Speicherplatz übrig. Der CD. Auch wenn das so eine kleine CD ist, ich weiß nicht, ob man die auch CD nennt. Was geht hier ab? Hier sitzen ein paar Leute rum, das ist nicht so interessant. Hier drüben. Okay, ich habe anscheinend mal gegen die gekämpft. Habe ich alles vergessen. Das war schon zu lange. War anscheinend nicht so ein einschneidendes Erlebnis. Geh nochmal zu diesem Typen da. Mit Pyritus. Vielleicht hat der ja neue Informationen für mich. Zum Beispiel sowas. Trouble in Under. Zack, genau, Zack meinte ich. Hi big girl, we've been hearing about Shadow Pokémon from people visiting the Under from Pirate. A lot of the visitors have seen the Shadow Pokémon. Ned in the Under should have more information for you. Interessant. Da habe ich ja direkt eine Aufgabe für den nächsten Part. Wo ist jetzt der Under? Da gehe ich gleich mal hin. Ach, das war der Trash. Haha. Ich muss die alle wieder besiegen, oder? Oder. Ach! Das war's mit dem Part. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.